Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Age of Empires 2 HD Edition. Ja, im letzten Part haben wir das fünfte Kapitel der Genghis Khan Reihe geschafft und starten auch gleich mit dem nächsten, Pax Mongolia. Nur ein Feind steht uns jetzt noch im Weg. Frankreich und seine angrenzenden Länder sind durch jahrzehntelange Kreuzzüge erschöpft. Wenn wir Osteuropa bezwingen, wird Westeuropa wahrscheinlich kapitulieren. Um den Osten zu unterwerfen, müssen wir jedoch Ungarn besiegen. Ungarn hat die beste Kavallerie in Europa. Nicht nur, dass ihre Reiter die starken europäischen Rüstungen tragen, sie haben Pferde, die mit den unsrigen verwandt sind, weil sie über die russischen Steppen hinweg zu ihnen gelangt sind. Der Sajo-Fluss, der uns vom ungarischen Heer trennt, ist gefroren und deshalb können wir keine Boote einsetzen. Es wird also derjenige siegen, der die Brücke unter seine Kontrolle bringt. Sübegedei trifft mit Verstärkung ein. Wenn wir es schaffen, den Angriff ungarischer Ritter zu überleben, bis Sübegedei eintrifft, können wir darauf hoffen, die Brücke einzunehmen. Von dieser einfachen Brücke hängt viel ab. Wenn wir diesen Übergang erobern, unterwerfen wir gleichzeitig Ungarn. Wenn Ungarn aufgibt, fällt auch Europa. Befinden sich Europa und Asien erst einmal unter mongolischer Herrschaft, ist unsere Welteroberung vollzogen und endgültig. Sauber. Hoffentlich gibt es keine Weltwunder. Ich hasse gegnerische Weltwunder. Gut, unsere Ziele. Zerstören Sie das Weltwunder. Nein, Spaß, Spaß. Noch nicht. Besiegen Sie Ungarn. Halten Sie aus, bis Sübegedeis Verstärkung eintrifft. Hinweis. Wegen des Eises auf dem Sajo-Fluss ist es unmöglich, Schiffe zu bauen. Wir müssen unsere Saboteure geschickt einsetzen. Oh Gott. Denn wir können keinen weiteren ausbilden. Dein Ernst? Belagerungsumnager können ganze Wälder roden. Die auch? Okay. Ach du Heilige. Okay. Sübegedei, mein Gebieter, wir müssen die Ungarn stoppen, bevor Sübegedei eintrifft. Er wird in 40 Minuten hier sein. Was? Wir haben nur 40 Minuten Zeit? Ungarn, Vorsicht, Angriff, hurra. Ja. Und es geht schon mit voller Action los, meine Lieben. Das heißt, wir fangen gleich mal an und bauen hier mal so Holzfällerlager. Als nächstes werden hier gleich mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dorfbewohner erschaffen. Jetzt haben wir kein Essen mehr. Ist wurscht, das brauchen wir auch nicht. Okay, Saboteure, das sind wir. Bringt uns nur nahe genug an ein feindliches Gebäude heran und wir werden unser Leben für die Sache opfern. Ja, ich fürchte auch. Die werde ich mal verstecken gehen, damit die nicht in Versuchung kommen, da irgendwas jetzt da, ja, gegen unseren Plan zu machen. Des Weiteren hole ich mir mal diese Schäfchen hier. Ah, da kommt die Mühle hin, sehe ich schon. Hier irgendwo werden wir die Mühle platzieren und dann, ja, ach du liebe Zeit. Ja, wir sind ja eigentlich gar nicht mal so schlecht verteidigt hier. Eis und so, Schiffe, nichts möglich ist. Okay. So, her mit den Schäfchen. Könnt sich wieder hier sammeln eigentlich. Gut. Ihr drei baut bitte eine Mühle. Und zwar, es wird nicht viel anders gehen oder uns nichts anderes übrig bleiben, als es so hier irgendwie zu versuchen. So, ihr Schäfchens, kommt mal hier hin. Da, ihr geht's dahin, da unten ist noch ein Schaf. Das holen wir uns, da drüben ist auch noch eins. Wir brauchen ja zu essen, ne? Ohne Ende. Und wir müssen schauen, dass wir uns hier irgendwie schützen. Dass wir da mal dann dicht machen, so gut es geht. Na, die Schäfchen bitte anklicken. Genau, die können sich gleich hier hinstellen. Jetzt setzt dann die nächsten dran, die da verarbeitet werden. So.
Gold haben wir da. Dann bauen wir das Gold hier zuerst ab. Ich denke, so können wir es gut hinbauen. Hoffe ich halt. So, Schäfchen, schön hinter mit dir. Ihr könnt gut euch darauf noch ein bisschen stellen, mal schauen, ob es nur dieses eine Schäfchen gibt, aber es ausschaut. Geh. Ja. Und was ist das? Das ist ja einfach nur ein bisschen Wasser, ne? Mehr nicht. Wobei, geh, das hier würde ausreichen. Ja, scheiß doch mal drauf. Könnte man streng gesehen hier einen Hafen bauen und da ein paar Reusen, aber das zahlt sie echt nicht aus. Wir haben ja gar nicht mal so wenig Schafe, also von dem her ist das ehrlich gesagt, braucht man nicht. Aber ihr könnt jetzt hier mit der Futtersuche, also bei der Futtersuche helfen. Sehr gut. Mühle entwickelt ist schon so viel. Das ist auch nicht so verkehrt. So, dann werden wir noch. Dann werden wir insgesamt noch 5 Leute erstellen, also 5 Dorfbewohner erstellen bei passender Gelegenheit. Und ja, denke, dann passt das schon so. Ich wollte eigentlich euch 3 mal hier hinschicken zum Erkunden, schauen, ob wir da irgendwas aufbauen können, das uns dann schützen kann. Du, Gnädigste, wirst auf jeden Fall hier mal die Schotten dicht machen. Und zwar werden wir hier was bauen. Und zwar nur ganz billig. Hoppala, eine Wand wollte ich eigentlich bauen. So. So, das müsste passen. Dann kommt da keiner mal durch. Und hier machen wir auch zu. Und da machen wir ein Tor. Und da machen wir dann auch zu. Und dann hoffe ich mal, dass wir da ein bisschen. Angriff! Ja, toll. Dann hätte ich gehofft, dass wir Ruhe haben, sozusagen. Hey, mein Schaf! Schwein. Jawohl, die Burg hat's gerichtet. Sehr gut. So, was habt ihr da jetzt erreicht? Okay, ein bisschen entdeckt noch was. Okay. Entweder ziehe ich hier so schräg rauf oder ich mache hier mal dicht. Und hoffe, dass hier keiner durch kann. Weil ich mache so schräg dicht. Das könnte ich auch probieren. Weil ich habe immer die Sorge, dass da sich jemand durchschlingeln könnte. Ja, schauen wir mal. Bist du schon fertig? Ja. Hervorragend. Ding dong, doing, ding doing. So, bitte. Schön dicht machen. Wie ist denn das da jetzt gebaut? So wollte ich das jetzt eigentlich nicht haben. So passt schon. Die arbeiten hier sehr brav, das sieht man gerne. Ja, dann wenn wir unsere Einheiten hier ein bisschen geschützt haben, glaube ich, ist es auch schon leichter. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Da werden wir 3 für die Steinchen hier noch nutzen und die anderen zum Bauen, würde ich vorschlagen. Ja, du bist gleich erledigt. Perfekt. Sehr gut, das funktioniert schon mal super. Normal müsste das so gehen. Ich wollte eigentlich so. Oder ist die Wurscht, können wir es so machen? Nein, das da. Ja, genau so wollte ich es haben. Und bis hierhin voll machen. So sollte es ausschauen. Hier noch zumachen und dann passt es. Da haben wir jetzt schon 3 Kandidaten. Ihr kriegt auch euer Bergbaulager. Ich würde sagen, bauen wir es einfach hier hin. So, dann haben wir es gleich dicht. Ding dong. Silbergedei sollte in 30 Minuten hier sein. Ja, ich traue mich gerade nicht, ne? Wir sollen die. Wie geht das? Wir sollen jetzt die Ungarn besiegen, ne? Verstärkung eintrifft. Halten Sie aus, bis Silbergedeis Verstärkung eintrifft. Hinweis wegen des Ich muss mir das jetzt gerade ein bisschen anschauen, da komme ich gerade nicht ganz mit.
So immer, dass jetzt sollen wir die jetzt umnieten, bevor er kommt, oder dürfen wir warten? Jetzt bin ich leicht verwirrt, muss ich gestehen. So, aber klatsche ich das denn eigentlich hin? Die Smide. Die Smide und so. Ich glaube, die tun wir hier hin. So. Dann Hufe. Da ist Schießdings. Belagerungs. Geht sich die hier aus? Ja, so hin. Dann wäre gut. Ja, die arbeiten eh schon brav. Das ist alles schon entwickelt. Das ist voll super. Die Kamelzerchen werden wir jetzt gerade entwickeln. Du nimmst da mit. Ich glaube, es ist nichts mehr zum Entwickeln, ne? Nein, fertig. Sehr schön. Das heißt, wir können unsere Ressourcen schon voll dazu nutzen, hier die Sachen auszubauen und so weiter. Das gefällt mir sehr gut. Übrigens, die 50% schneller werden schneller erschaffen. Das will ich mal haben. Dann natürlich euch. 900 Nahrung haben wir noch nicht. Achso, ihr tut ja gar nichts mehr. Hallo, ihr dürft die Schäfchen da schon, ne? Und so. Passt. Die Gnädigste müsste hier auch irgendwo fertig sein. Und das soll passen. Ich lasse sie lieber da noch eins hinbauen. Ich habe gerade Angst, dass das hier nicht schützt. Aber ich glaube, der Baum hier und so, der wird das schon machen. Hoffe ich halt. So. Und hier machen wir zu. Und dann ist nur mehr hier zum Zumachen. Und ich mache einfach hier schräg rauf und hier rüber. So, das könnte ich auch machen. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Passt, ihr zwei seid fertig. Das sehe ich gerne. Ihr könntet helfen. Wartet, ich lasse euch noch kurz ein bisschen warten. Ihr könnt nämlich, also die Burg haben wir eh schon. Wir können eigentlich noch ein paar Dümchen bauen. Zum einen hier. Also zwei hier würde ich gerne haben. Oh, und da fällt mir ein, eine Universität haben wir ja auch noch nicht. Wo tun wir die hin? Am Fluss wäre ein schönes Plätzchen, oder? Wenn es gehen würde. Da. Und ein Kloster. Ich drücke immer falsch. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Hier zum Beispiel. Ein Marktplatz wäre auch schön. Bam, bam. Bam, bam. Dam, dam. Den Marktplatz. Ich knall ihn einfach. Boah, wo knallen wir den hin? Da, so dazwischen. Schaut nicht schön aus, aber ist wurscht. Bill Blattspann und so. Ja, baut sich hier inzwischen fertig, meine lieben Bremel. Und das passt dann schon mal. So, wir werden hier gleich mit dem Entwickeln beginnen. Dieser Einheiten da, also dieser Sachen. Der verschiedenen. Und wir werden auch gleich hier weitermachen. Gut. Du bist auch fertig. Das freut, das tut mir sehr freuen tun. So, können wir, zahlt sich's aus, hier sowas hinzubauen? Ich denke schon. So. Perfekt. Nanu, ihr sollt das Schäfchen und so, ne? Ja, du kommst da nicht rein. Null Chance. Ich liebe unsere Dümchen. Trotzdem wird mir nichts anderes übrig bleiben, als dass ich hier diesen Holzwall da auch irgendwann nochmal Schritt für Schritt umändern muss. Bam, 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 bam. Jetzt tun wir noch ein bisschen aufs Essen warten, weil dann können wir gleich die Chemie entwickeln. Die Chemie, Chemie. Ich bin echt gespannt, ob ich jetzt dann Game Over gehe, wenn die Verstärkung da ist, weil, keine Ahnung, ob wir hier schon einen Krieg anzetteln müssen.
Schrägstrich sollen. Fünf von denen können wir mal machen. Dann die hier können wir noch nicht, nein. Ach so, warte, da wollte ich ja gerade die Chemie entwickeln. So. Wartet noch. Warte. Da wird fleißig gebaut. Das sieht man gerne. War bei den Mönchen hier ist ja auch alles fertig entwickelt, bis auf eine Sache. Ja, auch nicht schlecht, ne? Wie schaut's da aus? Können sie nicht selbstständig, sag einmal? Das gibt's ja nicht. So, Gnädigste, bist du fertig? Yep. Das sieht aber dumm aus jetzt, dass da... Naja, was soll's. So. Nein, du sollst es durchraufziehen. So, ja. Das ist fein. Dann können wir hier noch ein paar Dümchen hinstellen, sicherheitshalber, und dann müsste das schon passen. Dann müssten wir schon sicher sein wie in Abrahams Schoß. Zumindest halbwegs. So, wir haben sehr viele Steinchen, die wir wahrscheinlich gar nicht alle brauchen, täten tun. Ist aber wurscht. Was wir haben, haben wir und fertig. So, jetzt seid ihr fertig, das ist schön. Ihr könnt hier den Marktplatz bitte bauen. Dann werden wir hier noch ein Dümchen, zwei Dümchen aufstellen, hier noch zwei und dann. Silbe Gedei sollte in 20 Minuten hier sein. Ja, hoffen wir es, ne? Hoffen wir es. Bam, 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 bam. Perfekt, die Chemie können wir schon entwickeln, das ist sehr fein. Ja, mit Essen und so, ne? Aber jetzt werden die Schäfchen schon niedergemetzelt, das passt schon so. Ja, ich weiß, ist nicht schön, aber ja, im Mittelalter war das eben so. Das war so. Dam-dam. Da mache ich mal alles voll mit Türme. Alles voll. Für den Fall, dass die Gauner uns hier da angreifen wollen. Dass wir hier richtig schön geschützt sind. Ich werde hier auch sicherheitshalber ein paar Dümchen noch herbauen. Wobei da herüben wäre schon bald sinnvoller. Boom, kein Stein mehr. Weißt du was? Das tun wir weg. Da reichen vielleicht drei. Ah, vielleicht noch einer. Da drüben wäre auch noch einer schön. So. Ich hoffe, der Mistkerl ist jetzt eingegangen. Oh, hoppla. Das da habe ich übersehen. Ups. Ihr seid jetzt gefragt. Ihr dürft da jetzt gerne Gas geben und so. Ja, ihr dürft. Nicht genügend Nahrung, jawohl. Sind wir fertig? Ja, wir sind fertig. Passt, das heißt, ihr bekommt jetzt eure Felder. Aber ich glaube, hier haben sie ja doch ein paar Platz. So. Timo. So. Timo. Ist auch noch einer. Ist auch noch einer. Da auch noch. Und du hast jetzt auch Arbeit? Ja. Es haben alle Arbeit, das ist schön. Sehr gut. Das hat mal hingehauen. So. Gnädigste, du darfst reparieren gehen. Timo. Ihr zwei dürft da aufbauen helfen. Jö, ne? Das war jetzt schon ein kleines bisschen heftig. So. Die Felder werden gebaut. Wenn dann unsere Aufbaumädels hier quasi nichts mehr zu tun haben, bekommen die drei selbstverständlich auch Felder. Die werden dann hier so verteilt irgendwie. Und dann passt das schon so. Dann haben wir mehr als genug Leute, die für uns da Essen produzieren. Ach ja, je, und der Part ist ja auch schon wieder zu Ende, Alter, die Zeit, ne? Wie die Zeit vergeht, ich kann es ja nur betonen. Das ist ja echt grauslich. Bam,
700 Nahrung, 1000 Gold. Das ist ja gefallen, ist das echt. Aber wir müssten jetzt genügend Ressourcen haben, um die Chevaliers bauen zu können. Jupp, jupp. Hier mit den Chevaliers. Dann haben wir das alles, was wir brauchen und fertig. So, ja. Na prima. Die Damen sind hier auch gleich fertig. Dann können sie die, also kann eine noch das hier bauen und zwei bekommen dann schon ihre Felder. Oh, der Turm ist auch gleich repariert, sehr schön. Das ist Servus Kaiser, ne? Das warten wir noch kurz, jawohl. Passt, du machst den da. Und ihr bekommt eben eure Felder. Ich würde sagen so. Und so. Die dritte kriegt dann hier ihr. Passt. Was ist mit dir? Du tust da nicht Nasen bohren, du tust da arbeiten. So. Noch jemand, der nicht arbeiten will? Nein. Schaut gut aus. Okay. Na gut, ihr Lieben. So leid es mir tut, der Part heute ist wieder zu Ende. Dann werden wir schauen, wie wir im nächsten weiter tun. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nichts falsch gemacht habe. Wir werden es dann eh bald erleben. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!